Also eigentlich ist das ein Zufallsprodukt. 1975, das war, und da hatten wir in Europa die Energiekrise, Motorsport war nicht populär. Da sind wir nach Amerika gegangen, haben die IMSA-Serie befahren und sind in der IMSA-Serie erfolgreich gewesen. Und wir hatten ursprünglich nicht vor, in Le Mans zu fahren. Bis im Januar 1975 ein Anruf kam von Jean Todt. Er war damals bei uns Co-Pilot, Rallye-Co-Pilot, ist der heutige FIA-Präsident. Der erzählte mir, dass es in Paris einen Hervé Poulain gibt, ein Kunstauktionator, der die Idee hätte, ein Auto zu bemalen von einem guten Künstler. Und er wäre bei Renault gewesen, hätte einen Alpine fahren wollen. Und es war für Renault nicht interessant, ob das nicht etwas für uns wäre. Und für mich war das eine willkommene Idee. Motorsport war nicht populär und ein Kunsthappening auf der wichtigsten Motorsportveranstaltung der Welt zu haben, das war ein Thema. Und als ich dann erfuhr, dass der Künstler Alexander Kolder war, war ich eigentlich sehr begeistert, denn Alexander Kolder hatte, ich glaube, ein oder zwei Jahre vorher eine Boeing-Passagiermaschine bemalt, wunderschön. Und der Kolder ist ja auch der Erfinder des Mobiles. Das passte alles zusammen. Also haben wir das in Angriff genommen. Das war ein sehr kurzfristiger Entschluss. Wir mussten ein Auto bauen, wir mussten das Kunstwerk übertragen. Gott sei Dank haben wir da Walter Maurer gefunden, der das machte. Und das war ein fantastischer Einsatz. Das war ein großer Erfolg. Es war wunderschön, dann Alexander Kolder, der damals schon recht alt war. Ich glaube, er ist ein Jahr später gestorben. Bis nach Mitternacht in der Box zu sehen, wie er mit strahlenden Augen sein Mobilo verfolgte, das war toll. Und das Auto ist dann sogar im Louvre vorgestellt worden. Also das war ein voller Erfolg, sodass wir dann von Jahr zu Jahr weiter geplant haben. Allerdings ohne die Absicht zu haben, das zu machen, was später aus der Kunstsammlung geworden ist. Das war für uns damals nicht absehbar, dass das so eine fantastische Sammlung wird. Also zunächst einmal ist das nicht aufgefallen. Das war ein buntes Auto wie alle anderen auch. Aber als dann die Journalisten kamen, es kamen ganz andere Journalisten, als normalerweise bei der Rennstrecke, auf der Rennstrecke zu sehen sind, ist es doch aufgefallen. Und als man dann so langsam die Geschichte erfuhr und den Hintergrund, ist das Auto sehr populär gewesen. Ich würde mal sagen, selbst der Zuschauer auf der Tribüne hat über den Lautsprecher mitbekommen, was dort passiert. Ein Kunsthappening bei der wichtigsten Motorsportveranstaltung der Welt, kann man sagen. Also ich habe ja nur die ersten vier Fahrzeuge mitverantwortet und die ersten vier Fahrzeuge sind immer in Le Mans gefahren. Das war also damals die Aufgabenstellung. Der Künstler musste sich mit dem Wettbewerb beschäftigen, mit dem Einsatz des Fahrzeugs, und das haben auch alle gemacht. Danach, ich bin 1980 bei BMW weggegangen, sind ja normale Autos gestylt worden. Das war eine andere Aufgabenstellung. Aber was heute aus der Art Car Collection geworden ist, das ist unglaublich. Und da möchte ich sagen, bin ich ein bisschen stolz, dass ich da den Anfang mitgestalten konnte. Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich anfangs ein bisschen Bedenken gehabt. Aber als ich das Produkt jetzt gesehen habe, das ist so erstaunlich, das ist wunderbar. Das ist nicht nur ein technisches Artist-Proof, auch ein künstlerisches natürlich. Die damalige Rennzeit, es passierte alles sehr viel schneller. Sehr viel, wenn man heute einen Renneinsatz plant, weiß man vorher genau, welche Rundzeit man fährt. Es wird alles simuliert, es wird alles durchgecheckt und man kennt eigentlich schon den Ausgang, den Rennausgang. Das war damals völlig anders. Wir sind damals beim zweiten Auto mit dem Liechtenstein-Auto mit 750 PS auf die Rennstrecke gegangen. Das Auto war vorher noch nie gefahren. Wir haben die Autos auf der Rennstrecke weiterentwickelt. Das war viel, viel mehr Abenteuer, als es heute ist.